Oh, das ist doch ein alter Opel Corsa. Hallo Leute zu einem neuen Lost Place Video. Wir sind heute in einer alten Schule aus DDR-Zeiten. So eine Dunstabzugshaube, ne? Da war bestimmt eine Küche mal drin. Spicken. Oh, das ist krass. Ja, wir sind jetzt in den ersten Stock hochgegangen. Und in dem Zimmer hier, das war bestimmt mal ein Klassenzimmer. Unten, da waren ja eher so Sozialräume mit Küche und so weiter. Das ist schon faszinierend. Ja, ich wundere mich ein bisschen, weil hier auch so viele kleine Räume sind. Die sind eigentlich zu klein für Klassenzimmer. Weißt du, was das sein könnte? Komisch. Da ist noch mal ein größerer Raum. Vielleicht war das das Lehrerzimmer, weil es ist auch nicht geschmückt von Kindern.
Da lösen sich die Tapeten von der Decke ab. Ja, so man sieht, dass keine Möbel mehr hier sind. In den meisten Zimmern. Auf der anderen Seite gibt es ja aber wenig Vandalismus. Es scheint hier nicht so ein Ort zu sein, wo schon viele Leute waren. Ja, hier ist auch schon überall der Schimmel. Ist auch kein Wunder. Es tropft hier die ganze Zeit. Es ist alles feucht. Ach, da war ich schon, oder? Ja, bis auf so ein paar Bilder und Bemalungen, die man noch sieht, sieht eigentlich jedes Zimmer gleich aus. Und wir machen das jetzt auch nur im Schnelldurchgang noch fertig. Der Jürgen hat mich jetzt voll erschreckt. Der sagt, da ist ein riesiger Vogel. Stimmt, da steht es ein Ende. Da war wirklich gerade ein kleiner, lebendiger Vogel hier drin. Aber hier sind so viele Fenster offen. Da bin ich optimistisch, dass der wieder rausfindet. Der David oder der David Urbex, der war erst gestern hier. Das gibt's ja gar nicht. Ja, die größte Gefahr, die geht hier eindeutig von diesen Lampen aus, die jeden Moment runterkrachen könnten. Gymnasium? Jetzt gedacht, das ist eine Grundschule gewesen.
Oh, also die Bilder, die sind wirklich spitze. Wir haben jetzt eigentlich gedacht, dass das hier eine Grundschule ist, aber wenn die hier Lateinunterricht hatten, dann war das doch eine höhere Schule. Und hier ist wieder nichts. Ja, dann sind wir eigentlich schon durch. Dann gehen wir wieder. Na? Ja. Ja, es gibt hier übrigens keinen Keller. Ja, wir sind im Erdgeschoss ja gar nicht überall gewesen, fällt uns auf. Und zwar ist da auf der Rückseite im Erdgeschoss dann noch so ein Technikraum mit Heizung. Ja, also das sieht aus wie Zuckerrüben und Futterrüben, wobei die auf der linken Seite sind komplett verschimmelt. Das ist total komisch mal wieder. Ach so. Oh, das ist jetzt ein bisschen dunkel hier, wir haben mal wieder keine Taschenlampe, aber ich denke, das ist vielleicht die Lehrertoilette gewesen. Weil da halt das Waschbecken mit drin ist. Das ist ein bisschen luxuriöser. Da ist nichts. Mal weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut in meine Lost Place Playlist, die habe ich euch unten mal verlinkt. Tschüss!